Das Erdbeben in Syrien und der Türkei ist jetzt mehr als eine Woche her. Über 15 Millionen Menschen waren betroffen. Es gab mehr als 20.000 Tote. Und das hat auch viele Menschen hier in Deutschland betroffen gemacht, die geliebte Angehörige verloren haben. Gleichzeitig gab es auch eine Welle derer, die helfen wollten. Viele haben dabei auf große Organisationen gesetzt, aber manche haben auch privat im kleinen Kreis versucht, unbürokratisch und schnell zu helfen. Dazu gehört die Familie Aska aus München und mit denen habe ich mich jetzt bei Skype verabredet, um mal zu erfahren, wie das läuft und was sie sich wünschen. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Morgen. Ja, also wie gesagt, am Anfang waren wir auch in einer Stockstarre, ein bisschen hilflos und haben auch bestmöglich an Spenden, Konten, Aktionen gespendet. Aber die Hilfeschreie direkt an uns wurden immer mehr, sodass wir dann gesagt haben, ja, wir müssen jetzt auch für die direkt Betroffenen, von denen wir auch was hören, auch eine Aktion starten. So ist es eigentlich entstanden. Also wir telefonieren ja tagtäglich mit Freunden, Bekannten, Verwandten. Und da ist der Aufschrei, der Hilfeschrei einfach groß geworden. Und wir wurden eigentlich auch direkt darauf angesprochen. Gerade ist nochmal eine Spende eingeflutscht. Als Pop-up sehe ich das gerade. Also wir sind, glaube ich, auf einem guten Weg, die 5.000 zu knacken. Der Vorteil halt bei uns ist, dass wir wirklich wissen, auch wohin das Geld kommt. Da haben auch viele Spender eben das Vertrauen. Wir wissen, das Geld wird 1:1 übergeben. Bei Stiftungen sind sie sich da immer unsicher. Also wir haben gerade auch von Club 12, das ist eine Fangemeinschaft von FC Bayern München, gesagt bekommen, kennt ihr eine vertrauensvolle Stelle, wo wir das geben können, weil wir wollen das nicht einfach blind spenden, dass das nicht in den falschen Händen gerät. Und das ist, glaube ich, jetzt auch ein großer Vorteil von unserem Bekanntenkreis, von unserem Arbeitskreis, dass sie uns kennen und letztendlich dann auch wissen, dass wir das 1:1 an Familien übergeben, die wir kennen, die eben davon betroffen sind. Und was sind da die häufigsten Zwecke, wofür die Spenden eingesetzt werden sollen? Woran fehlt es am meisten? Die haben eigentlich jetzt fast nichts. Wie ich so mit meiner Freundin gestern gesprochen habe, sie hat auch gesagt, dass wir nur mit Pyjamas und ohne Schuhe rausgegangen sind. Deswegen, die brauchen alles. Mhm. Wie werden wir jetzt so denen Geld spenden, damit die... Also man kann sich das nicht vorstellen, weil die sind ja ohne nichts rausgegangen. Es fängt mitten an, in der Nacht. Wie die Freundin schon sagt, ihre Tochter hat Diabetes. Sie braucht eigentlich auch die Spritzen und die Medikamente bis hin zu allen möglichen Winterklamotten. Ältere Leute, die ihre ganzen Medikamente in den Trümmern haben. Alles, alles. Man kann sich alles vorstellen, was sie brauchen. Sie haben nichts, gerade alles, was sie nur auf dem Leib haben, sonst aber auch nichts. Genau, also alle, die überlebt haben, muss man ja auch sagen, zum Glück haben sie überlebt, aber die fangen jetzt wirklich von Null an. Ich glaube, bei Leuten wie euch, die auch aus der Region kommen und dort Verwandte und Bekannte haben, ist es natürlich eher gegeben, dass das an die richtigen Stellen gelangt. Ich wollte euch jetzt nochmal fragen zu dieser Anteilnahme aus Deutschland. Ja, am Anfang, ich kann jetzt nur für mich sprechen, empfand ich die Solidarität nicht für sehr groß. Wenn man sich jetzt die sozialen Medien so mal angeschaut hat, ist das kaum erwähnt worden. Ich glaube, es war mitunter so eine Aktion notwendig, dass es eben auch bei den Leuten ankommt, die doch ein bisschen weiter weg sind davon und eher unberührt sind. Als das dann aber ankam, hat man die Solidarität wirklich gesehen und gespürt und auch in Form eben von Spenden. Da war ich dann letztendlich echt überwältigt, wie schnell das geht. Aber dieser Funke hat, glaube ich, noch gefehlt und der ist eben entstanden. Und ich glaube, das kann ich nur sagen, so gut es geht, das Transportieren den Leuten näher bringen, weil die Medien sind doch etwas weg davon. So wird es halt ein bisschen persönlicher gemacht. Und wie seid ihr damit umgegangen? Hattet ihr jetzt den Impuls, in Deutschland alles stehen und liegen zu lassen und rüberzufahren? Ja, diese Gedanken schießen schon durch den Kopf, also von uns auch beiden. Letztendlich haben wir dann aber schon doch rational gedacht, ob das eher was bringt oder doch eher stört. Und letztendlich sind wir ja auch mit zwei Kindern etc., so einfach ist das nicht, doch irgendwo gebunden.
Aber unsere erste und rationale Gedanke war dann schon, dass wir eigentlich direkt vor Ort vielleicht nicht unbedingt in erster Linie helfen, sondern vielleicht sogar stören würden. Das ist eigentlich auch viel gesagt und geraten worden. Wir können da vermutlich mit Geldspenden noch am Richtig. besten unterstützen. Ja, habt ihr noch was hinzuzufügen? Ja, wir hoffen, dass das so gut es geht, so schnell es geht, der Region besser geht und alle Hilfen und Spenden das Leid der Menschen, so gut es geht, mildert. Dass die eigentlich auch was weiter teilen. Wenn die auch nicht spenden können, dass die wenigstens weiter teilen können. Weil wir sehen auch von den Leuten, die so die Spende gemacht haben, es gibt viele, die wir nicht kennen. Und das ist echt schön. Ich weiß es nicht. Wir versuchen alles. Weil die brauchen wirklich so Hilfe. Ja, und einem fehlen die Worte echt seit letzter Woche. Also, ne. Ja, da merkt man, wie hilflos man eigentlich ist, wenn sowas passiert. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Her şey için kolay gelsin. Çok 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 geçmiş olsun. Aynen. Teşekkür Teşekkürler ederim. sana da kolay gelsin. Görüşmek üzere. Also Leute, ihr habt es gehört, das ist echt tragisch, echt traurig. Deswegen würde ich alle, die es können, bitten zu spenden. Ihr könnt den Link benutzen. Über PayPal geht es ganz einfach. Und denkt einfach daran, wenn ihr in der Situation seid, was ihr euch für Hilfe wünschen würdet. Dankeschön.